planlos? Das denke ich nicht. Oder so, so. Das sieht man also. Na, das denke ich nicht. Sie grinst dich an, ihre blauen Flecken scheinen beinahe zu verblassen. Wie du meinst, Schätzchen. Genau. Beantworte mir ein paar Fragen. Ja, Reisender, was ist dein Begehr? Ich suche nach einem Journal. Die Musik ist total schön im Hintergrund. Das ist so, ich weiß nicht was, ich kann nicht sagen woher. Hindu? Malaki? Ich suche nach einem Journal. Also, du hast nicht zufällig eins gesehen, oder? Ein Journal? Aber sicher. Ich habe nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag nach irgendwelchen Journalen Ausschau zu halten. Nur für den Fall, dass irgendwann ein Narbengesicht in meine Lieblingsbar kommt und danach fragt. Fragst du das jeden, der dir über den Weg läuft? Was für ein faszinierendes Leben. Du hast wirklich ein pfiffiges Mundwerk, was? Ja, ein pfiffiges Mundwerk. Und ein pfiffiges Köpfchen. Ich bin nicht blöd, wie du vielleicht denkst, Schlucker. Ich hab Köpfchen. Wenn du wirklich so schlau bist, solltest du wohl meine Fragen beantworten können. Was kannst du mir... Nee, ich suche einen Sammler namens Farad. Du hast ihn nicht zufällig gesehen oder von ihm gehört? Farad? Der König der Sammler. Wahrscheinlich findest du ihn und seine stinkenden Kumpane in dem Mülllabyrinth am anderen Ende des Stocks. Bin ja gespannt, ob du aus dem was rauskriegst. Er ist ein gerissener Bursche, ein wahrer Teufel. Also schön. Beantworte mir noch ein paar Fragen. Wer brennt denn da vorne am Eingang? Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Okay. Der Schatten der Verzweiflung, den du bereits zuvor an ihr bemerkt hast, huscht wieder über ihr Gesicht, bevor sie sich fängt. Das ist Ignos, einer der größten Zauberer, die dieses Dreckloch hier hervorgebracht hat. Sie haben ihn gefangen und durch ihn hindurch einen Kanal zur Feuerebene geöffnet. Jetzt ist er sozusagen eine Durchgangsstation dafür und hält sich durch pure Willenskraft am Leben. Wenn jemand seine Flammen löschen würde, könnte er wieder leben. Aber so viel Wasser gibt es gar nicht. Irgendjemand sollte doch in der Lage sein, etwas zu finden. Nun gut. Und was hast du mit ihm zu tun? Das ist besser, ja. In ihrer Stimme schwingt tiefes Leid mit. Ich war Ignos Geliebte. Und er war mein Liebster. Er liebte die Flammen mehr als ich. Und jetzt ist er das Feuer selbst. Und weil ich ihn liebe, liebe ich die Flammen. Und doch, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich warte darauf, dass er sich selbst löscht. Einstweilen verkaufe ich das Wenige, was ich habe, um bei ihm zu sein zu können. Oh Gott. Also Shane, beantworte mir noch ein paar andere Fragen. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Das ist die schwelende Leiche, obwohl der Schwelende noch gar nicht tot ist. Er versucht, sich am Leben zu erhalten, bis jemand kommt, ihn zu retten. Hier treffen sich Fusler, die Freude am Leid anderer Leute haben, oder Scheusale. Und es kommen Leute, die sich nicht aus schlechter Gesellschaft, machen. Die meisten Dussel bleiben der Bar hingegen allein, wegen ihres Namens fern. Wer ist er denn eigentlich? Achso, das ist gut. Okay. Und ich glaube, das war's. Ja, nichts. Schönen Tag noch. Ich bin weg. Wow! Ebknarkni! Und Kendrian. Aber Ebknarkni ist ein geiler Name. Ich will mit Ebknarkni reden. Ich will den in meinem Team haben. Du siehst einen leicht gebeugten alten Mann mit einem grauen Vollbart und einer Löwenmähne von grauem Haar. Er trägt einen Schulterzucken als Rüstung. Auch nicht schlecht. Er trägt einen Schulterschutz als Rüstung und behält einen Helm in seiner Nähe. Er raucht eine Pfeife und trägt einen Tabakbeutel an seinem Gürtel. Er sieht ganz schön stark aus, aber er ist ein wenig plump und scheint auch leichte Atemprobleme zu haben. Na, du bist ja ein Anblick, Jungchen. Hab noch nie einen dermaßen mit Narben gepflasterten Kerl gesehen. Der sieht ja aus, als ob du Narbenmantel trägst. Wo bist du denn gewesen? Hast du in den Mähdrescher herumgehangen? Er lacht. Oh, ich mach nur Spaß, Jungchen. Ich mein's nicht böse. Und ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch. Ich bin Ebb. Er streckt seine Hand aus. Sei gegrüßt, Ebb. Er drückt dir fest die Hand. Oh, entschuldige mich für meine unverschämten und gerechten Worte. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Kann ich dir vielleicht was zu trinken spendieren, um die Sache zu bereinigen? Warum nicht? Gut so, Kumpel! Warte,
Er steht auf und geht zum Tresen. Kurz darauf kommt er mit 2 gefüllten Krügen zurück. Ich liebe Epp jetzt schon. Für dich, Kumpel! Trink! Er selbst nimmt einen großen Schluck, zieht an seiner Pfeife und sagt, was kann der alte Epp an diesem schönen Tag in Siegel für dich tun? Ich hätte ein paar Fragen zu diesem Ort. Oder einfach wieder gehen. Nichts, ich hau wieder ab. Danke für das Bier. Ich hätte ein paar Fragen zu diesem Ort. Oh, so siehst du auch aus. Ich meine, man sieht ja an, dass du nicht aus der Gegend kommst, Kumpel. Du siehst ein bisschen zu anders aus für einen echten Einheimischen. Epp kichert und nimmt noch einen Schluck. Nun, was kann ich für dich tun, Junge? Soll ich dir etwas über die Gegend erzählen? Epp zwinkert dir zu. Wer bist du? Epp Knarknie, dritter Rang des Harmoniums, mittlerweile im Ruhestand. Als Schlepper arbeite ich nur noch mit meiner Stimme, da ich nicht mehr so gut zu Fuß bin wie vor 20, nur 30 Jahren. Er kichert. Nun, Kumpel, wer bist du und in welchen Schwierigkeiten steckst du? Dritter Rang des Harmoniums? Mit ernster Miene und stolz geschwellter Brust sagt Epp, jawohl, dritter Rang des Harmoniums. Seine Anspannung lässt etwas nach. Habe jedoch seit vielen Jahrzehnten keinen Dienst mehr geleistet. Den Federkiel zu schwingen war nicht ganz mein Ding, nach den ganzen Kämpfen und Schlachten, die ich durchgemacht habe. Deshalb beschränke ich mich darauf zu beobachten, was im Stock passiert und helfe, wo ich kann. Und du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Steckst du in Schwierigkeiten, Kumpel? In was für Schlachten warst du denn? Ein paar Schwierigkeiten. Ich bin in der Leichenhalle erwacht und scheine vergessen zu haben, wer ich bin. Wow. Erstmal, in was für Kämpfen und Schlachten warst du denn? Epp rollt mit den Augen. Es waren so viele, dass ich mich gar nicht an alle erinnern kann. Naja, beinahe jedenfalls. Ich habe allzu lange im Blutkrieg, diesem stümperhaft geführten Krieg der Lüge, auf Terras und viel zu lange im Krieg der schwarzen Jahrhunderte gedient. Epp beginnt die Kriege lautlos an seinen Fingern abzuzählen. Ja, dann war da noch der Drei-Ebenen-Krieg und viele andere. Sogar am Befreiungskrieg des Harmoniums habe ich teilgenommen. Außerdem war ich in der Sternwache von Sigil. Viele meinen, dies sei der gefährlichste Auftrag von allen. Er lacht lauthals. Der Gedanke an den Blutkrieg bohrt sich wie ein eiskalter Dolch in dein Herz. Erzähl mir mehr über den Blutkrieg. Ohne deine Reaktion zu bemerken, seufzt Epp. Ja, der Blutkrieg. Die gefährlichste Familienfehde, die sich je auf dieser Seite des Urschleims abgespielt hat. Ein Haufen bösartiger Scheusale auf der einen Seite, ein Haufen kriegshetzerischer Scheusale auf der anderen. Die Schöpfung selbst hat diesen Krieg entfacht und seitdem hacken sie aufeinander ein. 2 Parteien von Scheusalen, die sich bekriegen, was? Ja, genau! Die Tannerie, diese brutalen Mörder, die nur an sich selbst denken. Und die Kriegsmaschinerie der Batesu, die für Recht und Ordnung unter ihren teuflischen Gesetzen kämpfen. Das Ganze durcheinander greift von Zeit zu Zeit auf die anderen Ebenen über und vermisst das Leben im gesamten Multiuniversum. Verstehe. Ich hätte noch ein paar Fragen. Ja, was willst du wissen? Nein, er hatte doch so andere schöne Sachen. Dritter Rang des Harmoniums. So, ein paar Schwierigkeiten. Ich liebe ihn so sehr, ich will ehrlich zu ihm sein. Ein paar Schwierigkeiten. Ich bin in der Leichenhalle erwacht und scheine vergessen zu haben, wer ich bin. Epp blinzelt, dann runzelt er die Stirn. Was hast du gerade gesagt, Kumpel? Du bist in der Leichenhalle aufgewacht? Epp mustert dich. Haben sie dich vielleicht mit all deinen Namen für einen Toten gehalten? Epp kichert. Wäre mir genauso gegangen. Er zieht an seiner Pfeife.
Die Staubis. Er verbessert sich. Ich meine, diese Staubmenschen. Seien wir diesen Bleichgesichtern gegenüber nicht allzu unhöflich. Haben manchmal wirklich die Wahrnehmungsfähigkeit und Freundlichkeit eines Grabsteins, was? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da was vermasselt haben. Das habe ich auch gehört. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Okay. Mein Gott. Kennst du jemanden mit dem Namen Farod? Farod? Ebb runzelt die Stirn und nimmt seine Pfeife aus dem Mund. Was kannst du wohl von einem Dussel wie Farod wollen? Ich glaube, ich kannte ihn früher mal. Ich glaube, er hat ein paar meiner Sachen gestohlen. Oh je, das macht die Lage nicht besser. Vielleicht ist es besser für dich, dass du bestimmte Dinge vergisst. Ebb zieht kräftig an seiner Pfeife. Was weißt du über ihn?